Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal ein ganz außergewöhnliches Bike zum Testen. So ein Fahrrad hatten wir auf jeden Fall auf dem Kanal noch nie. Und zwar ist es ein E-Mountainbike von ProTour. Und dieses Mountainbike kostet unter 1000 Euro als E-Bike, so wie es jetzt hier steht. Wir haben dran Shimano Bremsen, mechanische Bremsen. Dann haben wir eine Shimano 9-Gang-Schaltung. Wir haben einen rausnehmbaren Akku, dass man das auch in der Wohnung laden kann oder wenn man mal im Urlaub ist, mit aufs Hotelzimmer nehmen kann und so weiter. Hydraulische Sattelschütze leider nicht, aber sowas könnte man nachrüsten. Aber ich werde euch auch später sagen, warum ich das gar nicht so schlimm finde, dass da jetzt keine hydraulische Sattelstütze dran ist. Denn der, sagen wir mal, Verwendungszweck für dieses Bike ist ein bisschen ein anderer, als wir es sonst so haben. Aber erstmal kurz vorweg ein paar Fakten zu dem Fahrrad. Als allererstes kommen wir mal zum Motor. Und zwar ist das ein Buffpang Nabenmotor. Ich bin sowas noch nie vorher gefahren. Funktioniert allerdings tatsächlich ganz gut. Hatte bisher damit keine Probleme, immer wenn ich damit gefahren bin, hat alles funktioniert. Wir haben eine Suntour-Gabel, die man auch einmal komplett locken kann. Also ist keine Luftgabel, aber ihr könnt trotzdem die Stärke so ein bisschen einstellen und ihr könnt die auch komplett locken, wenn ihr zum Beispiel Straße fahren möchtet. Dann haben wir 29 Zoll Reifen, das gibt es auch als 27,5er. Ich habe mich jetzt für 29 entschieden, allerdings in der Nachschau hätte ich vielleicht doch 27,5 genommen, weil das auf der Straße einfach ein Ticken wendiger ist. Dann haben wir einen relativ großen Display für Akkuanzeige, Kilometeranzeige, km/h-Anzeige und die 5 verschiedenen Unterstützungsstufen. Das Fahrrad wird in Tschechien gefertigt, kostenloser Versand zu uns nach Deutschland. Für Neukunden gibt es übrigens einen 50 Euro Rabattgutschein. Und ihr findet auch einen Link zum Bike unten in der Videobeschreibung. Aber erstmal würde ich euch sagen, ich blende euch mal ein paar Fahrszenen ein, wie das Ganze so auf dem Trail funktioniert. Erstmal den Sattel runter. Zack. Ah. Machen wir nur Unterstützungsstufe 2. Erste Abfahrt mit dem Bike. Übrigens kommt das Bike ziemlich easy geliefert. Das Einzige, was ihr eigentlich machen müsst, ist noch den Lenker festschrauben und richtig montieren, sodass er ausgeglichen ist. Und dann kann es auch schon los auf die Touren gehen. Oh. Aber keinen Jump mitnehmen. Der Akku ist übrigens in 5 bis 7 Stunden circa voll geladen für eure Touren und hält dann 50 bis 90 Kilometer, je nach Fahrweise, Untergrund und Gegebenheiten. So, Sattel wieder hoch machen. Wenn man meistens, ne, Straße fährt, ist das ja nicht so tragisch mit dem Sattel. Wenn man jetzt aber natürlich super viele Abfahrten machen will, ist das schon ein bisschen nerviger. So, ihr habt vielleicht gesehen, es ist nicht unbedingt das Fahrrad, womit man jetzt auf krasse Trails fährt. Ich bin an meinen Home Trails und habe da den einfachsten Trail jetzt gewählt. Und ich würde sagen, dafür reicht das Fahrrad tatsächlich aus. Für wen ist jetzt so ein Fahrrad, meiner Meinung nach? Ich würde sagen, es ist für Leute, die ein günstiges E-Bike haben wollen, die auch mal so ein paar Touren fahren wollen, eher Waldwege, nicht so jetzt irgendwie Trails und erst recht nicht Sprünge zum Beispiel, aber für Leute, die mit der Familie zusammen unterwegs sein wollen, die auch nicht gerade 5.000, 6.000 Euro für ein E-Bike ausgeben wollen, finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich habe das Fahrrad in den vergangenen Wochen jetzt viel genutzt, um zum Beispiel zur Arbeit zu fahren und sowas, und da funktioniert es auch super. Die Reifen sind jetzt nicht so super gut für nassen und tiefen Schlamm oder sowas, aber für die Straße reicht das alle Male definitiv aus. Ich finde, alles rundum für unter 1000 Euro ist es eine Überlegung wert für so ein Alltagsrad für mich. Und das ist auch
der Einsatzgebiet, also das Einsatzgebiet, wo ich das Fahrrad am meisten nutzen werde. Und zwar einfach im Alltag. Ich fahre damit zur Arbeit, habe allerdings auf dem Weg zur Arbeit auch öfter Waldwege und sowas. Und da, finde ich, reicht das Fahrrad vollkommen aus. Und ein wichtiger Punkt, wenn 1000 Euro oder 900 irgendwas Euro sind immer noch viel Geld, aber wenn dem Fahrrad was passiert, tut das nicht so weh, wie wenn ihr ein 4000, 5000 Euro EMTB euch irgendwo hinstellt. Und ich kann sowieso nicht verstehen, warum so viele Leute mit einem Funny zur Arbeit fahren, außer die nutzen das Bike auch, um auf Trails zu fahren und so weiter. Aber so ein Hardtail ist halt viel effizienter, um damit tatsächlich auf der Straße und zur Arbeit und so weiter zu fahren. Wenn ihr das Bike mal abchecken wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. O-Tour Silvester steht drauf. Ich habe es sehr freundlich Sevi getauft. Alle meine Bikes kriegen einen Namen. Und yes, ich würde sagen, wir drehen noch ein paar Runden und dann melde ich mich noch mal kurz zur Abmod. Jetzt haben wir zum Beispiel hier, ist jetzt eigentlich ein Wanderweg, ne? Aber, also was heißt ein Wanderweg? Ist ein ganz normaler Weg im Wald. Und wenn man so eine Radtour macht, kann es ja sein, dass man bei sowas vorbeikommt. Deswegen haben wir das Stück jetzt auch mal hier. So ein paar Wurzeln, ist relativ flach, ganz entspannt. Hier würde ich immer die Unterstützungsstufe runterstellen, wenn es so ein bisschen enger ist. Auch auf der Straße, auch wenn ihr irgendwo einparken wollt zum Beispiel. Da ist einfach, wenn ihr jetzt eine Unterstützungsstufe 5 habt, ist das schon eine krasse Nummer. Ui, was ist hier? So. Aber sowas auch kein Problem. Also für gelegentliche Trailnutzung, für so einfache, flache Trails, nichts Wildes, denke ich, gibt es da nichts einzuwenden. Natürlich Bikepark, Jumplines, sowas, das ist eine Sache, das würde ich mir zweimal überlegen. So, jetzt haben wir noch so, Leute, wir sind am Ende unserer Tour angelangt. Lacht mich nicht aus für den Helm, Leute. Aber einen Helm muss man ja irgendwie tragen. Und diese Halbschalenhelme, die stehen mir halt einfach gar nicht. Wir sind jetzt hier am Ende der kleinen Runde. Und ich gebe nochmal so ein finales kleines Feedback. Also, das Fahrrad, meiner Meinung nach, wofür ich es am meisten nutzen würde, ist einfach Touren, zur Arbeit fahren. Wenn man mal auf der Arbeit dann doch so eine kleine Mini-Abfahrt hat, sowas Easy-mäßiges, was ich jetzt heute hier auch gefahren bin, dann funktioniert das auch ganz gut, kann man auf jeden Fall mal machen. Für fette Bikepark-Trips und Jumplines, versteht ihr selber, ist das wahrscheinlich nichts. Aber für jeden, der mit der Familie vielleicht ein bisschen Radl fahren will, ein günstiges E-Bike sucht, vielleicht auch krankheitsbedingt oder sowas, vielleicht auch, weil er irgendwie krankheitsbedingt sich nicht mehr so viel anstrengen darf, Unterstützung benötigt und so weiter, ist das auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Das Bike kommt aus, wird in Tschechien gefertigt, hat auch ein TÜV-Zertifikat, all solche Geschichten. Link habt ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ich habe eben festgestellt, hat sogar noch eine Schiebehilfe. Das heißt, weil das Rad ja relativ schwer ist, ne? Wobei es auf jeden Fall, würde ich sagen, es ist unter 25 Kilo. Ich habe leider keine Daten dafür, wie schwer es wirklich ist, aber es ist auf jeden Fall nicht so ein krasser Brocken. Es kommt mit Pedalen, es kommt mit Werkzeug, Reflektoren und so weiter. Die Pedalen kann ich euch einmal zeigen. Das sind die hier, die sind noch keine Plastikpedalen, sondern die sind schon aus Metall auf jeden Fall. Dafür schwer, aber stabil. Und ja, ich werde das auf jeden Fall jetzt straßentauglich machen, das Rad. Und dann wird das so meine neue Cobra, weil die Cobra ist auch wirklich ein bisschen hin. Ja, wenn euch das Bike interessiert, checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Oder wenn ihr jemanden kennt, der ein super günstiges E-Bike sucht, um zur Arbeit zu fahren. Vielen Dank an ProTour für das Sponsoren dieses Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.